Wir haben dabei den nagelneuen Weinsberg 600 MQH. Auto komplett neu entwickelt, innen, außen, und den zeige ich euch jetzt einfach mal. Das eigens entwickelte Dach bringt automotives Design und viel Licht durch das Panofenster. Trotzdem bist du sportlich unterwegs, denn die Aufbauten haben wir einfach in die Kontur integriert. Dann ist das Dach natürlich doppelschalig geworden, sprich eine Innenschale, eine Außenschale extra. Und dazwischen richtig satt Isolation, weil alle unsere Fahrzeuge winterfest sind. Innen ist Luft nach oben, denn sogar im Bad hast du eine Stehhöhe von 2,10 Meter. Im Frontbereich von dem Fahrzeug haben wir ein gigantisches Hubbett mit einer riesigen Liegefläche, 2,03 Meter Länge mal 1,35 Meter Breite. Komplett neu in seiner Funktionsweise wird unser Easy Slide Hubbett nun ganz einfach mit einer Hand zur Liegewiese. Der Clou? Knapp 1,80 Meter Stehhöhe, auch bei ausgefahrenem Hubbett. Hier in der Variante ist jetzt der 150 Liter Kühlschrank verbaut, was gigantisch ist. Also da kann ich auch meine Getränke problemlos mitkühlen. In Serie verbauen wir einen 96 Liter Kühlschrank und nutzen den Bereich darunter als Kleiderschrank. Und im Heckbereich haben wir immer noch ein Bett mit 1,52 Meter Schulterbreite, was für die Klasse schon gigantisch ist. Mehr Stauraum, mehr Stehhöhe und 4 vollwertige Schlafplätze auf nur 6 Metern Länge. Das ist der neue 600 MQH als Carabus und Caratour. Ja, Stefan, grüß dich. Was machst du hier? Ja, ich habe gerade einen neuen Weinsberg 600 MQH vorgestellt. Ah, okay. Ich war jetzt nämlich unterwegs und habe mir die anderen Weinsberg-Grundrisse mal angeschaut. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr einfach den richtigen Weinsberg-Grundriss findet, klickt hier und kommt mit mir mit.